So, guten Morgen. Jetzt schauen wir in ein anderes Wäldchen, wo mit dem Wörter gefahren, Viertelstunde. Wunderbarer Tag. Jetzt gehen wir erst einmal ein paar Schritte und dann schauen wir, was wir heute alles so finden. Ja, guten Morgen. Im nächsten Leben kann man sich fast einmal überlegen, ob man nicht sogar Kur wird. Zumindest Freilandkur. Na, euch geht's gut. Ja, so schaut es zumindest aus. Oh, ich hab zu viel schöne Fliegen auf der Nase. Oh, man kann schon ausritten. Sehr schön. So, dann jetzt einmal da hinten rein. So, nachdem wir jetzt ein paar Schritte aufgegangen sind, über den Forstweg, wird langsam interessanter. Also, da war ich letztes Jahr im Herbst schon mal ein paar Steinpilze gefunden, vielleicht schon nach der Saison. Und jetzt werden wir uns da mal umschauen. Und alle Pilzsucher, die wissen es dann schon, wie man schon riecht. Dann Augen auf. Schauen wir mal. Mischwald. So, und es geht tatsächlich schon los. Die ersten Schritte im Wald. So. Sehr fest. Schauen wir mal, was uns da entgegenlacht. Das schaut da schon mal sehr verdächtig nach dem ersten Fichtensteinpilz aus. Tatsächlich. Daneben kommt dann noch Wuchs. Den lassen wir noch stehen. Zu machen. Und da hinten steht schon mal was wesentlich Größeres. Das war schon von Schnecken mal probiert. Aber fest. Und die Vermutung ist nahe, dass wir hier den nächsten haben. Der hat zwar schon ein bisschen ausgespart. Der nächste Fichtensteinpilz. Die ersten Schritte im Wald und gleich Treffer. Na, die werden wir uns mal anschneiden und schauen mal, was drin ist. Ja, und jetzt kann man nur eins sagen, einwandfrei. Schneeweiß, der Kleine, der hat auch schon keinerlei Anzeichen, den lasse ich jetzt da noch ganz bis daheim. Ja, wunderbar, so geht's los. Super, ich freue mich. So, dann schauen wir mal weiter. Also, ich bin jetzt bei weitem kein Profi oder sonst irgendwas. Und alle erfahrenen Pilzsucher kennen mich gern
weiterbilden oder aufklären. Ich meine, da unten wachsen noch so ein paar Mini-Wuzi-Putzi. Was das da wird, keine Ahnung, wahrscheinlich zu klein. Jetzt wächst da hervor noch was. Also, was ich nicht kenne, lasse ich natürlich stehen. Roter Stiel, es sind drunter gefühlt Lamellen. Bringt sie mir auf den Stand, was das sein könnte. Da wächst auch noch einer, der hat auch drunter ziemlich dunkle Lederhaut, aber Lamellen gefühlt. Und da wachsen dann irgendwie so, ich nenne sie mal, wie so Glucken oder was auch immer das sein könnte. Bringt es mir mal auf Stand, was ihr meint, was das sein könnte. Hinterm Baum dann Erdle nochmal. Also da haben wir eine Fichte, wo die wachsen. Und da wachsen nochmal eine ganze Gruppe von denen. Rot, schuppigen, was auch immer das ist. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt mal einen raus. Für die Bestimmung wahrscheinlich für alle dann leichter. Ein sehr hohler Stiel. Also wenn man den drückt, ist der ziemlich hohl. Riechen wie ein Pilz. Aber wie gesagt, den lassen wir jetzt wieder da entstehen. So, und wie man gesehen hat, Wirtschaftswald. Und immer wieder bleiben einfach so eine Reste im Wald zurück. Ich bin mittlerweile also frei und nehme die jetzt einfach mit. Und entsorge die dementsprechend. Naja, wird schon gehen. So, dann schauen wir mal weiter. So, zwei Schritte weiter, gleich der nächste, aber ich fürchte, bei dem haben wir schlechte Karten. Na gut, werden wir trotzdem mal aufschneiden und mal reinschauen. Aber echt der Wahnsinn. Jetzt die ersten paar Meter gegangen und du hast da verschiedene Arten erwachsen. Unglaublich schön. Ja, das Schnittbild zeigt jetzt eins. Unten Pfui, oben Hui. Also haben wir schon den nächsten Pilz. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen mitlaufen, die paar Schritte. Weil da wirklich hinter jedem Ecker ist schon wieder irgendwas Neues. So, da herunten. Also, noch nicht so firm in der ganzen Thematik, aber das schaut irgendwie nach Frauentäubling, Speisetäubling aus. So klein, lasse ich auf jeden Fall stehen. Dann wieder da oben schauen. Da liegt ein alter Geselle. Der hat es schon hinter sich. Aber der war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Schauen. Ja. So kleine stehen da auch zuhauf rum. Irgendwie so ein bisschen ja, violetter Kopf in die Richtung. Keine Ahnung. Ja, die Stickel werden wir jetzt da noch mehr aufgehen. Schaut sehr verheißungsvoll aus. Ein bisschen mit Moos. Ein paar Ranken. Da vorne, ja, sechste Richtung, da steht schon wieder einer. Aber auch der hat es schon geschafft. Und das kann sogar flockenstieliger Hexenröhling gewesen sein oder immer noch sein. Er war jetzt theoretisch sogar noch fest, aber wenn er so da fressen ist, glaube ich, macht jeder Pilzsucher ein bisschen einen Bogen drum. Ja, den klebrigen Hörnling, den findet man momentan natürlich fast an jedem Tritt, an jedem Schritt. Man muss schon schauen, dass man nichts zusammensteckt. Und dahinter. Überraschung, zumindest für mich, wachsen die ersten Reizker. Kleine, feine Reizker. Ich tippe mal, ja, Fichtenwald, Mischwald,
Fichtenreizger. Also die kommen jetzt tatsächlich auch schon. Cool, gefällt mir. So, Pilzfreunde und Pilzkollegen, jetzt müsst ihr mir helfen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen perplex. Also den da hinten auf dem Baumstumpf sieht man schon mal. Jetzt steht da vorne auch noch so ein riesen Eumel. Da wächst auch den habe ich neulich schon mal gefunden. Was ist das? Unten ein ganz dunkelbrauner Fuß, oben eine ziemlich ledrige Kappe, Lamellen. Und der, na gut, jetzt wie man mal schaut, das ist... Also ich bin jetzt nicht klar, eine große Hand. Ich möchte jetzt mal sagen, dass das mindestens 20 cm im Durchmesser sind, was da wächst. Keine Ahnung, was das ist. Dahinter, am nächsten Baumstumpf, tippen wir auf den Fichtenstumpf, wachsen die nächsten Kollegen. Mittel, ganz klein, wobei ganz klein ist auch schon wieder, wie ein kleiner Storbolz. Und die haben irgendwie auch ganz fest, aber unten der Stiel, ja, leicht eindrückbar, ein bisschen samtig das Ganze, keine Ahnung. Ja. Und wie gesagt, den, den man von der Weide schon gesehen hat, das sind sogar mehrere. Wenn man sich das einfach einmal anschaut, da wächst der ganze Kropfen. Das ist auch wieder der mit dem dunkelbraunen Stiel. Lamellen, also eine Hand, ich habe jetzt gerade eine Wasserflasche gefunden. Das ist eine handelsübliche Wasserflasche. Also, keine Ahnung, was das ist. Kann man das essen oder bloß nicht? Oder ich weiß nicht, schauen wir, ob wir die von unten auch noch packen können. Ja, also definitiv ein Stumpf. Fichtenstumpf, sage ich jetzt einfach, bin ich mir ziemlich sicher. Und da wachsen die jetzt zu auf. Also, wer das sieht, bitte mal in die Kommentare, was das da sein könnte. So Freunde, jetzt bin ich eigentlich erst da, wo ich eigentlich ursprünglich mal hin wollte. Da war ich letztes Jahr eben im Herbst schon. Da direkt neben so einer Wiesen. Und geht schon gleich wunderbar los. Ein Mini-Steinpilz, ganz frisch. Daneben zwei schon von Schnecken angenascht. Nochmal zwei richtig feiste Steinpilze. Irgendwie der Vierelinz. Zoom ich mal, ich hoffe, man kann es erkennen. Da wachsen an dem Stumpf ein paar Täublinge. Ich glaube, da hinten steht der nächste. Sehr unscharf, aber werden wir uns dann schon anschauen. Also, die Reizgerflut hat jetzt in der Stelle gerade wirklich voll begonnen. Alles ganz kleine Reizger. Man muss wirklich schauen, wo man da hingeht. Man steigt sonst einfach nur drauf. Es geht dann bis da rauf. Da kommen die nächsten schon. Da unten. Da unten muss alles ganz kleines, frisches Wachstum. Richtig gut. Und was steht da? Was steht da? Da schauen. Sieht man das kleine mal. Gallenröhrling, hä? Naja, da ich schon so viel Staubwurzel habe, werde ich nicht mehr probieren, was das ist, sondern einfach bloß stehen lassen. Da stehen die nächsten wunderbaren Steinpilze. Aber die Schnecken waren da schneller. Der Hut vielleicht da, aber der Stiel steht bloß noch ein paar dünne Steher. Und bei dem da hinten genauso. Gut, die lassen wir jetzt einfach stehen. Vielleicht war der Hut noch was zum Essen, aber die dürfen da draußen ausspannen.
Ja. So, und weiter geht's mit unserem Lieblingspilzchen. Das Lieblings ist falsch. Der nächste wunderbare Fichtensteinpilz. Und da drüben steht schon der nächste. Riesen Klumpfuß. Wahnsinn. Schiebe wie die jetzt alle aus dem Boden schießen. Ja, ich bin gespannt, was mir da so alles vor die Füße kommt. So, jetzt sind wir bloß ein paar Schritte weitergegangen von da vorne, wo die letzten zwei Strohputzel gestanden sind. Jetzt sind wir in ein bisschen anderen Ecke des Waldes. Zumindest ist da jetzt gerade sehr moosig und auch sehr feucht. Da laufen wir so kleine Rinnsale rum. Und wenn man da schon mal Vieri linst, da stehen schon einige sehr auffällig drin und die schauen wir uns jetzt einmal an. Gut, ein paar Schritte näher. Und das, was ich jetzt sehe, kenne ich nicht. Ob es jetzt wahrscheinlich ein Knollenblätterpilz, warum auch immer, oder was auch immer, nicht warum. Hier da hinten hat schon einen offenen Schirm, hat vielleicht oben ein paar Flecken drauf. Keine Ahnung, ob das was sagt. Unten ist der Stiel so weggefressen. Da kämen dann nochmal kleine nach, oder haben das sogar Pantherpilze oder wie heißt der andere? Ich weiß nicht. Jetzt schauen wir mal drauf hier, also dazwischen immer wieder mal so frisches Wachstum, der da eigentlich richtig schon Handflächen groß, wie man sich das anschaut. Die Rüben da spitzeln welche aus dem Moos aus. Der hat sehr markante Flecken. Entschuldigt bitte die Kameraaufnahme, aber ich bin mit dem Handy unterwegs. Da vorne, ja, wachsen nur mal dieselben, was man so von der Weide schon sieht. Das da könnten vielleicht andere sein. Vielleicht sogar Maronen. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, natürlich, Maronenröhrling. Das ist doch schon mal gut. Der Kollege da hinten, der ist zwar schon. Ja, den lassen wir stehen, der ist nicht so gut. Aber ein Maronenröhrling. Nur vielleicht stehen da noch bei mir rum, das haben wir genau schon. Da hinten spitzeln schon mal welche noch raus. Aber das sind ja wieder die mit den Schüppchen oben drauf. Keine Ahnung, lassen wir stehen. Kann sogar wieder eine steine Seite nehmen. Aber nicht nur Kant, es ist einer, aber der ist so verwurzelt und so verwachsen. Genau, und da schauen wir uns jetzt einfach nochmal rundum um. Also, hinter Maronenröhrling, da steht definitiv, oh ja, bombenfest, das ist ein Steinpilz. Da drüben wächst auch noch einer aus. Also es gibt so viel momentan, man muss echt mit Bedacht mitnehmen. So, neue Stelle, neuer Fund. Das ist ein komplett umgestürzter Wurzelstock von, keine Ahnung, dahinter ist das Loch. Der ist dann nochmal abgeschnitten worden. Und mit der Palm. Und da wachsen die jetzt komplett frisch dran. Schau mal, fest. Die nehmen wir jetzt mal raus. Okay, wir haben schon die besten Zeiten hinter sich. Dann werden wir da mal da lassen. Neue Chance, neues Glück. Der da hier oben. War ja gut. So, was lassen wir stehen. Interessant, wo die überall wachsen. So, jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter. Ich sage jetzt mal nicht auf dem Rückweg, aber so die Endphase kommt jetzt. Das ist ein längerer Bachlauf. Und an dem gehen wir jetzt mal wieder zurück zum Auto. Ich bin gespannt, ob da unten oder was da unten fast schon mal was an Größe wächst. Nehmen wir die Tour, ist es eh schon mal gigantisch, was da jetzt eben an Steinpilzen halt rumgestanden ist. Auch noch verschiedene für mich unbekannte Pilze, für euch vielleicht sogar bekannte Pilze. Aber es ist halt ein wunderschöner Tag nach der längeren Regenpause. Der Bach führt auch noch
relativ viel Wasser. Es wird hier wirklich schöne Tag, heute wird der Nachmittag wieder 25 Grad warm. Und da genießen wir es einfach den Vormittag, wenn wir da auf die letzten Meter den Bachlauf folgen bis zum Auto. Also ich hoffe, man kann meine Stimme hören. Jetzt aber überall hat man eine schöne Pilze. Für mich eine Unbekannte. Aber ich bin ja nicht ohne Grund so jetzt mal runtergekommen. So. Wie ihr erkennt. Trompeten für Pfifferlinge. In der Ecke habe ich jetzt so eine Fläche im Herbst entdeckt, wirklich Massenwachstum, zu dem kommen wir erst noch. Ich bin wirklich gespannt, was uns da jetzt im wahrsten Sinne des Wortes noch blüht. Kommt auch schon wieder einer raus. Ja, lauter kleine, die fangen jetzt auch schon an. Und das Exemplar ist natürlich wirklich sehr, sehr stattlich. Ja, ein paar Schritte weiter. Also unter dem Hochsitz, wo wir jetzt vorher den Trompetenpfifferling gefunden haben, steht auch der erste normale Pfifferling. Und den nehmen wir natürlich noch sehr gerne mit. Ja, in dem Wald war tatsächlich letztes Jahr wenig Pfifferlingwachstum. Aber dafür entschädigen uns natürlich die ganzen Steinpilze und so weiter. Ja, jetzt haben wir den Abstieg in Anführungsstrichen am Bach schon fast geschafft. Ein bisschen manschig. Und jetzt nehme ich einfach mal live mit in die Ecke, wo jetzt, wie gesagt, die ganzen Trompetenpfifferlinge gewachsen sind. Okay, da wächst schon mal was, aber das ist etwas anderes. Die Pilzkinder werden wahrscheinlich gleich sagen, ja, das ist das und das ist. Für mich, ja, noch schwierig. Jetzt schauen wir mal da rum, wie wir den. Okay, da unten wächst etwas, da ein kleiner Frosch. Natürlich sind die auch da unterwegs. So. Irgendwas wabriges, manschiges, okay. Da war auch schon mal was in einem besseren Zustand. Frisch. Okay. Steinpilze. Dort kleine Verschimmel hier, da muss man jetzt wirklich schauen, ob man die noch anfasst. Da hinten ist ein ziemlich verschimmelter. Da drunten leichter schon von Weitem. Okay. Also. Pilze, Steinpilze, ja, jetzt bin ich nicht mehr an der Ecke, ein kleiner Täubling, da steige ich jetzt einfach mal vorsichtig vorbei, ja, da steht der nächste im Wald, und eigentlich wollte ja, ja, da drum auch, alles voll, da ist einer, da oben ist einer, nein, nein, gut, also falls ich nochmal Trompetenpfifferlinge finde, melde ich mich, ansonsten kümmere ich mich jetzt erstmal noch um die letzten Steinpilze und dann ist gut für heute. Ja, wie gesagt, die ganzen Steinpilze, die haben leider schon alle, man sieht es da, durch. Ja, der unten da, der große, durch, aber dazwischen wachsen nochmal so ein paar schleimige Kollegen. Schauen wir mal, dass wir das ein bisschen Licht bringen, also ziemlich orange, oben schleimig, unten schleimig, weiß. Da wachsen direkt viel außer. Das ist die Nummer der Mähling. Also wer weiß, was das ist, darf ich bitte gern wieder aufklären. Danke. Ja, und jetzt haben wir doch noch einen, zumindest großen, entdeckt. Trompetenpfifferling. Naja, der Steinpilz hat auch schon ein bisschen Tag gehabt. Ja, wie gesagt, das ist die Ecke mit den Trompetenpfifferlingen. Die werden sicherlich noch ein paar Wochen brauchen. Da vorne steht der nächste Steinpilz. Schauen wir uns nochmal an. Die anderen waren alle schon drüber, leider.
dazwischen noch mal ein paar frische. Aber mit den Trompetenpfifferlingen, wie gesagt, die laufen uns nicht davor. Die holen wir uns, wenn es so weit ist. So, das wird wahrscheinlich der letzte Teil von dem Video werden. Also der alte Manschkopf da, der war mal brutal. Dahinter steht noch ein kleiner, der ist auch schon halb zerfressen. Da ist also ein bisschen ein, das war einmal ein Täubling oder irgendwie sowas. Und da stehen jetzt meine zwei letzten des Tages. Die jetzt zumindest mal entnimm. Klopftest vorher war gut. Wow. Er hat den ganzen Fuß unterirdisch gehabt. Wunderbar. Ganz fest. Super. Ein Loch, da kommt der nächste, glaube ich. Also machen wir den Deckel wieder zu. Und ein bisschen Luft zum Atmen. So, da, so. So, und jetzt der Kollege da herüben. Ja, ganze Hand voll. Jetzt schauen wir mal. Wow. Okay, der hat schon ein paar Tage länger drauf gehabt, den müssen wir uns anschauen, ob der noch gut ist mit den Löchern. Ansonsten hat der zumindest schon mal seine große Schuldigkeit getan. Aber der ist natürlich jetzt wohl ein wunderbares Bild. So, Loch zu. Und falls es noch was gibt, kriegen wir noch ein paar Fotos im Anschluss. Servus!